Hallo, liebe Leute, hier ist euer mit einer kleinen Ankündigung für die kommenden zwei Wochen. Kleinen Moment mal, meine Damen und Herren, wir bekommen gerade eine Sondermeldung rein. Ja, durch meinen Zeigefinger. Moment. Sepp wird für die nächsten zwei Wochen nicht zu Hause sein. Ja? Hätte gern noch eine mit Doppelkäse. Oh mein Gott, soll das etwa bedeuten, Sepp bringt jetzt zwei Wochen keine Videos mehr? Was soll ich denn jetzt mit meinem Leben anfangen? Soll ich Hausaufgaben machen oder was? Genau so ist es. Adios, Muchachos. Okay, ich mach halt noch ein paar Videos. Oh mein Gott, aber bitte kein Fortnite. Freunde, ich habe echt Schweiß und Tränen vergossen, um die Leaks möglichst einzudämmen, ja. Aber es ist schon was durchgesickert. Einige von euch haben bereits in Erfahrung gebracht, dass ich und Lena für die nächsten zwei Wochen in Japan sein werden. Das ist wie so eine Art Klassenfahrt von unserem Netzwerk aus, also noch mit vielen anderen YouTubern. Wie man es kennt, ganz klassisch, wir ernähren uns nur von Chips, dürfen mal am Cola-Bier riechen, erzählen uns abends zum Einschlafen schmutzige Witze und gehen nur in Badehose duschen. So, aber jetzt mal Real Talk. Ich habe rote Haare. Ja, morgen geht's los bis, glaube ich, zum 2. 3. Oktober. Da bereisen wir zusammen das Land der aufgehenden Sonne. Koffer sind gepackt, die Ferienwohnung für unseren Hamster organisiert. Und wir sind beide super duper aufgeregt, kann ich euch sagen. Also ich war zwar schon mal in Asien. In Indien habe ich einige Wochen mittlerweile verbracht. Ich war schon dreimal da. Aber Japan ist dann doch wieder eine ganz andere Erfahrung. Und ich bin richtig glücklich drüber, dass ich diese Möglichkeit habe. Eins kann ich euch versprechen, wir machen dort richtig viel coolen Stuff. Ich will noch nicht allzu viel verraten, aber bei der einen oder anderen Sache wird sicherlich ein cooles Video für euch rumkommen. Folgt mir dazu am besten auf Instagram, habe ich unten für euch verlinkt. Ich werde mich bemühen, definitiv so viel wie möglich in die Story zu posten, um euch einfach mal auch einen Eindruck mitzugeben. Und bevor jetzt jemand weint... Ja, natürlich kommen Videos, Freunde. Ich habe mir jetzt hier die Woche schön krumm Nägen geschuftet. Klar, nicht jeden Tag und klar sind Sachen, die ich jetzt schnell und einfach produzieren konnte. Aber ich lasse euch auf jeden Fall sefttechnisch nicht auf dem Trockenen sitzen. Natürlich müsst ihr Verständnis dafür haben, egal wie sehr ihr mich damit zuspammt, dass ich jetzt natürlich nicht in der Zeit auf neue Updates oder neue Releases oder was auch immer reagieren kann, weil ich einfach keine neuen Videos mehr aufnehmen kann, also spieletechnisch. Und ja. Das wollte ich nur sagen, nur damit ihr euch nicht wundert. Ich versuche zwar gerade wegen der Reise auch meine Social-Media-Präsenz zu erhalten, euch Sachen zu teilen, aber dass ich jetzt natürlich noch viel weniger irgendwie auf Nachrichten oder Kommentare oder alle möglichen Entwicklungen, keine Ahnung, wer hier irgendwie die Weltherrschaft an sich reißt oder so. Also solange ich es nicht bin, ich kann mich dazu gerade mal nicht äußern, ihr versteht, was ich meine. Ein paar Videos sind am Start, zwei, drei Vlogs kommen mit ziemlich coolen Sachen, die wir vorhaben. Auf Updates und neue Releases von Sachen, die ihr auf jeden Fall sehen wollt, müsst ihr euch leider zwei Wochen gedulden. Und folgt mir bitte auf Instagram. Vier Dinge, die ihr euch merken müsst. Leute, das kriegt ihr hin. Ich zähle auf euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Leute, ich zieh den Hut, bin bald wieder für euch da und sag jetzt erstmal...